Auf den ersten Blick wirkt ChatGPT ein bisschen wie Magie. Man gibt Texte ein und erhält daraufhin erstaunliche Antworten, die erschreckend echt wirken. Aber meine Frage, die sich hier dabei stellt, ist, kann man ChatGPT wirklich nützlich im Arbeitsalltag, in der Schule, in der Ausbildung oder sonst wo nutzen? Oder ist es, wie viele sagen, einfach eine nette Spielerei? Das will ich in diesem Video mit euch gemeinsam herausfinden. Ich habe mir mal beispielhaft 5 Anwendungsfälle herausgesucht, wofür man ChatGPT eventuell verwenden könnte und möchte am Ende jedes Abschnittes eine Skala von 1 bis 5 jeweils als Bewertung vergeben, um zu gucken, hey, ist das irgendwie sinnvoll, hat das Potenzial oder ist das eher, wie gesagt, einfach nur eine nette Spielerei? Und ich würde sagen, wir fangen nicht lange drum rum und legen direkt los. Ein Hinweis noch vorweg, natürlich, ChatGPT nimmt einem nicht das Denken ab, man muss vor allem die Antworten immer kritisch hinterfragen, weil mit der Genauigkeit hat es dieses Sprachmodell noch nicht so genau wie passend und man muss immer kritisch hinterfragen, ist das, was da gerade herauskommt, eigentlich wirklich sinnvoll oder doch eher nur frei erfunden. Mein erster Bereich handelt sich um Content Creation, also alles, was irgendwie das Erstellen von Texten mit sich bringt, worin das Sprachmodell an sich glänzt. Es geht quasi damit los, dass ich ein Ziel definiere und sage, hey, das ist jetzt deine Aufgabe. In diesem Beispiel, was ihr gerade seht, habe ich mal einen Blogbeitrag für einen Finanzblog gewählt. Ich definiere die Zielgruppe und mache am Anfang einfach mal ein bisschen Brainstorming und sage, hey, ich hätte gern 10 Blogbeiträge über dieses Thema. Wenn mir eines dieser Vorschläge gefällt, kann ich dann natürlich sagen, hey, gib mir nochmal 10 Variationen von deinem Vorschlag, um zu gucken, sind da vielleicht noch kreativere oder ansprechendere Titel dabei. Und wenn ich mich dann entschieden habe, kann ich zum Beispiel sagen, hey, schreib doch jetzt mal bitte das Inhaltsverzeichnis dafür, um zu gucken, in welche Richtung der Blogbeitrag denn gehen könnte. Zu guter Letzt kann ich das Tool noch dafür nutzen, um zu sagen, gut, und jetzt schreibst du noch eine Einleitung dafür, die eventuell mehr catchy oder nicht mehr catchy sein soll. Hier gab es dann auch schon die ersten Probleme. Sobald das dann ein bisschen kreativer sein soll, wurde sehr viel hinzugezaubert und Sachen versprochen, die so eigentlich gar nicht erfüllt werden können. An sich finde ich aber das Tool für Content Creation eigentlich ziemlich sinnvoll, weil man so vor allem mehr in die Brainstorming- und Research-Ecke sehen kann, um zu sagen, hey, guck mal, ich möchte über dieses Thema mir etwas recherchieren, aus welchen Blickwinkeln sollte ich das betrachten, über was sollte ich reden, was darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Man kann es also gut dafür nutzen, um Sachen zu hinterfragen und jetzt vielleicht weniger, um den tatsächlichen Inhalt auszuformulieren, vor allem dann, wenn man sehr sich auf Fakten fokussieren muss, die halt ChatGPT nun mal nicht kann. Wenn es jetzt nach Alltagstauglichkeit gingen würde, dann würde ich dem eine 4 von 5 geben, einfach weil ich sage, hey, das hat Potenzial, um einen im Schreibprozess zu unterstützen, aber ihm nicht komplett abzunehmen. Bisschen. Beim zweiten Beispiel geht es um das Verstehen eines Code-Schnipsels. Ich habe also einfach mal hier eine simple Implementierung eines Merge-Sorts genommen und einfach mal ChatGPT gesagt, hey, erklär mir doch mal bitte diesen Code. Und dann danach noch anschließend gesagt, gut, jetzt formatiere das mal, füge ein paar Kommentare hinzu, erklär mir ganz genau, wie diese Methode funktioniert und so weiter und so fort. Man sieht ja auch jetzt schon im Rahmen eines anderen Sprachmodells von Codex, was in GitHub Copilot steckt, dass es bereits produktiv von sehr vielen Entwicklern genutzt wird. Und ich muss auch wirklich sagen, hier liegt wieder die Stärke eines Sprachmodells, um wirklich jetzt in dem Fall eine Programmiersprache, ja, syntaktisch auseinanderzunehmen und zu erklären, was dahinter steckt. Teilweise ist der Code noch verbuggt oder nicht performant genug oder ergibt generell keinen Sinn, aber wirklich für solche Sachen, wo ich quasi einen Pairing-Buddy habe, ne, jemand, mit dem ich quasi etwas diskutieren kann und dem ich dynamisch Fragen stellen kann, halte ich es durchaus sinnvoll für Programmieranfänger, die jetzt gerade irgendwas lernen, sich mal mit ChatGPT auseinanderzusetzen, um quasi somit einen Sparring-Partner zu haben, auch wenn man wirklich sehr spezifische Fragen stellen muss, teilweise, um wirklich an sein Ergebnis zu kommen und deswegen man auch immer noch, ich sage jetzt mal, diese blöde Variable hat, ist das denn jetzt wahr, was mir dieser Bot erzählt oder ist das nicht wahr? An sich würde ich aber sagen, gute 3,5 von 5 Sternen, weil an sich hat es doch recht solide funktioniert. Danach habe ich mal ausprobiert, wie gut ChatGPT darin ist, Karteikarten zu erstellen. Ich habe hier auch wieder mit einem Prompt angefangen, der sehr viel Kontext gibt, und zwar, hey, du sollst so tun, als seist du ein Karteikartenersteller. Ich möchte, dass du kurze und prägnante Karteikarten erstellst, die dann auch in einem gewissen Format ausgibst, und diese Karteikarten sollen die 20 Regeln des Wissens von Dr. Wozniak beinhalten, also wie man quasi Karteikarten zu formulieren hat, damit die wirklich zur Wissensaufnahme geeignet sind. Das kommt aus dieser Super Memo Spaced Repetition Schiene, sage ich jetzt mal. Da steckt aber wissenschaftlicher
ja, wissenschaftliche Forschung hinter. Und anhand dessen hat er mir Karteikarten ausgespuckt, die da quasi all meinen Kriterien erfüllt haben, aber jetzt inhaltlich nicht so überzeugen konnten. Also gerade wenn ich jetzt so BWL-Themen abgefragt habe, da war das teilweise doch sehr oberflächlich. Und auch wenn ich mich in anderen Themen versucht habe, dann konnte man zwar ein bisschen was damit anfangen, aber es war jetzt nichts gewesen, was man selber hätte irgendwie erstellen können innerhalb von 20, 30 Minuten. Deswegen, da habe ich noch nicht quasi die goldene Regel gefunden, wie man da gute Sachen erstellt, was einfach daran liegt, dass dieses Tool an sich keinen Zugriff auf Fakten hat. Also in der Hinsicht, wie man sich es eigentlich vorstellt mit einer Google-Suche und so weiter. Und deswegen würde ich hier nur eine 2 von 5 Sternen vergeben, weil es gibt eine gute Basis und man kann da bestimmt noch drauf ausbauen. Aber so wie das jetzt in ChatGPT funktioniert, da müsste man, denke ich mal, eigene Modelle speziell für diese Domäne generieren, damit man das umsetzen kann. Und selbst wenn, ist das Erstellen von Karteikarten ja auch Teil des Lernprozesses, den man jetzt nicht unbedingt outsourcen sollte, außer man befindet sich vielleicht gerade irgendwie in einem Lernteam und kommt gerade nicht so gut voran, aber ich glaube, hier ist der Use Case vielleicht nicht ganz so gegeben. Anschließend habe ich mal ausprobiert, wie gut das Tool darin ist, irgendwie Sprachen zu lernen, und ich habe direkt den ersten Fehler gemacht. Ich habe gesagt, hey ChatGPT, sei doch mal bitte mein Spanisch-Tutor, und das ging komplett schief, nachdem ich da mit ganz vielen spanischen Texten bombardiert wurde, die ich als Anfänger gar nicht hätte verstehen können. Dann habe ich es also nochmal mit Deutsch probiert und hier waren die Ergebnisse dann ein bisschen besser, weil ich auch andere Prompts eingegeben habe, und dann quasi zu sagen, hey, bitte korrigiere meine Sätze, bitte wechsel mir zum Beispiel irgendwelche Sachen aus, bitte zeige mir mal auf, was irgendwelche Präpositionen sind, oder schreib mir mal eine kleine Geschichte und liste dann alle harten Wörter auf und übersetze diese ins Englische, auch wieder hier formatiert in einer Tabelle. Das hat also Potenzial für, ich sag jetzt mal auch wieder so Konversationen heißt das Wort, wo man quasi mit einem imaginären Buddy hier irgendwie Sprachen lernen kann. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, welche Prompts man genau benutzt. Aber hier sehe ich tatsächlich nicht das Problem, dass irgendwelche Falschinformationen rausgegeben werden, weil ich glaube dann tatsächlich bei Sprachen ist das Tool recht stark, auch wenn ich jetzt mit den Ergebnissen von dieser Unterhaltung, die ich bisher geführt habe, nicht ganz zufrieden war, würde ich hier trotzdem solide 4 von 5 Sterne vergeben für die Alltagstauglichkeit, weil ich glaube, dass man daraus sehr viel schöpfen kann, wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, welche Prompts man eingeben muss, um ChatGPT so zu formen, damit es einem wirklich was nützt. Beim letzten Anwendungsfall habe ich ChatGPT dafür verwendet, um mir mal komplexe Themen zu erklären, und da habe ich die Chance genutzt und ChatGPT einfach mal sich selber erklären lassen. Ja, was ist ChatGPT überhaupt? Und ich muss sagen, da war ich mit den Antworten ganz zufrieden. Ihr seht generell, dass ich auch versuche, vieles auf Englisch einzugeben, weil ich selber auch merke, die Performance ist im Englischen viel besser, als wenn das im Deutschen wiedergegeben wird. Und da war ich mit den Ergebnissen eigentlich relativ zufrieden, weil ich dann zum Beispiel auch sagen konnte, okay, das ist jetzt eine sehr komplexe Erklärung, bitte erklär mir das doch mal so, als wäre ich 5 Jahre alt, also dieses Explain like I'm 5. Und das hat dann wirklich geholfen, sage ich jetzt mal, komplexe Sachverhalte zu verstehen, auch wenn es hier, denke ich mal, auch wieder auf die Nischigkeit des Themas ankommt. Das war jetzt ein sehr High-Level-Overview von GPT und Transformer, neuronalen Netzen und so weiter. Wenn man da jetzt, glaube ich, sehr spezifische Fragen stellt, dann werden da auch wieder die Problematiken kommen mit falschen Fakten, vor allem wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Informationen auf Gesetzen beispielsweise basieren. Es gibt aber interessante Videos, wo zum Beispiel ChatGPT es schafft, eine Klausur zu lösen oder gewisse Exams zu passen, wenn man es mal im Englischen sagen möchte. Und da ist, denke ich mal, auch schon das Wissen da und man kann es definitiv auch abrufen, aber man muss ein bisschen kritisch sein, wie ich jetzt schon 1000 Mal in diesem Video gesagt habe, was da tatsächlich zurückkommt. Aber auch hier, um sich quasi gut in ein Thema einzuarbeiten und einen ersten Überblick zu bekommen, dadurch, dass man so dynamisch Fragen stellen kann, finde ich hier die Alltagstauglichkeit auch, ich würde mal sagen, eine solide 4 von 5. Und das waren mal meine kurzen Eindrücke von konkreteren Anwendungsfällen. In meinem ersten Video habe ich ja ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, im zweiten ging es um die Geschichte von OpenAI und jetzt ging es mal um konkrete Anwendungsfälle, wie man es vielleicht selber in seinem Alltag, in der Schule, im Beruf, im Studium oder sonst wo nutzen kann. Mich würde jetzt interessieren, für was ihr ChatGPT aktuell in der Praxis nutzt und ob es euch eventuell schon im Arbeitsalltag irgendwie unterstützt und ihr somit irgendwie produktiver seid oder weniger zu tun habt oder bessere Arbeit liefert. Das würde mich mal interessieren, weil dann könnte es auf dieses Video mal ein Follow-up geben, wo wir uns mal noch genauere Techniken anschauen, wie man denn ChatGPT oder vielleicht
vielleicht auch andere GPT-Tools zu seinem Vorteil nutzen kann. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kommt ihr zu den anderen Videos über ChatGPT und OpenAI und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns. Ciao!